So, wen gibt es denn hier auserwähltes Chat? Boah, JD, musst du schon krass allein schreiben. Oder der wird halt, wenn ich da irgendeine Scheiße laber mit, yo, ich brauch, halt, was du auch sagst, Digga, dann ist sagst das du, so. Dann sagt der, boah, Bruder, den Reim, da ich höre nicht mehr weiter. Also, das war's. Das war's. Da müssten so welche Reim kommen mit, so, ich, keine Ahnung was, Digga. Chat, was sagt ihr? Wollen wir zu Jay Jiggy oder wollen wir zu Levis Gray? Der wird uns halt komplett auseinandernehmen. Man muss sich auch upleveln, wisst ihr? Ich meine, um das nächste Level zu erreichen, Digga, muss man sich einer Hürde stellen. Was denkt ihr, wer ich bin, Mann? Denkt ihr, ich mach das nicht, Mann? Guck die Nachricht von Energy. In einer Stunde einen Song für dich schreiben. Hast du Bock? Ja, okay, dann mach das. Hier hast du die Worte. Siffmaul, Brunne von meinem Rasen. Sitz aus, Stopptaste. Wer ist denn Energy? Alles gut, brauchst gar nicht wissen. Walla Krise! Kennt man den? Nein, kennt man nicht. Oh, Energy. Sorry, Bro. Sorry, Bro, du bist nicht der Erste, den scheinbar alle kennen, der hier reinkommt, den ich nicht kenne. I'm so sorry, Digga. Wie viele Worte brauchst du? Hast du die Worte notiert? Was hast du bis jetzt? Noch zwei Wörter. Let's go, Chat! Ach, shit. Inwiefern kennst du denn mein Content so? Also, wenn ich jetzt Sitz ausschreibe, Energy, weißt du dann, wie das gemeint ist? Sitz aus! So ist es gemeint. Gibt noch was Persönliches. Ja, soll ich schon was Deepes wie Panikattacken und Angstzustände? Oha. Oder was? Helft mir doch mal ein bisschen. Therapie? Therapie ist gut. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Macht doch keine Witze. Was für eine Wissenschaft, Digga. Das bockt doch voll. Ich finde sowas voll geil, Alter. Hier kommt jemand rein, der über mich einen Song schreibt, Digga. Und weil ich mir 5 Minuten Zeit nehme, zu überlegen, Digga, kommst du mir hier an mit solcher Wissenschaft draus mache. Keine Folge ohne ihn, das ist eigentlich auch lustig. Wir haben's, wir müssen jede Zeit nutzen jetzt gerade, damit wir das echt sick machen. Ich brauche jetzt erstmal den Beat, Bro. Und ich schreibe hier einen Song für dich in einer Stunde. Viele sagen, du bist stinkfaul. Wem kann ich es schicken, weil ich sage, ey, Denergy, my lovely friend, Alter, geil, es ist endlich soweit. Es ist wirklich ein unfassbar geiler Moment und ich möchte an der Stelle mal festhalten, dass es eine absolute Ehre ist. Ich bin wirklich sehr erfreut darüber, dass Denergy sich hingesetzt hat. Ganz viel Liebe gehen auch raus an dich, Digga. Und ein Song oder ein Part, ich weiß ja gar nicht, was hier passiert jetzt, über mich, für mich, whatever geschrieben hat. Ne? Alter, wie geil. Ich lasse jetzt einmal durchlaufen, okay? Dann nehme ich es auseinander. Jay Jiggy, hier ist Denergy, Bro. Und ich schreibe hier einen Song für dich in einer Stunde. Jiggy, warum nette Shit aus Siffmaul? Hol dir doch mal Luft und setz aus. Sag mir für... Ey. Alter, ich wollte ja nicht Stopp drücken. Ich wollte eigentlich davor sagen, das habe ich letztens auch im Stream gesagt. Ey, ein Reim, eigentlich ist es prädestiniert. Sorry, ich drücke jetzt das letzte Mal den Stopp drücken. Wirklich wahr. Aber der Reim Siffmaul auf Sitz aus, das ist eigentlich prädestiniert. Ich wollte eigentlich vor der Reaction sagen, dass ich glaube, er kickt den. Egal, rein. Und ich schreibe hier einen Song für dich in einer Stunde. Jiggy, warum nette Shit aus Siffmaul? Hol dir doch mal Luft und setz aus. Sag mir 5 Wörter, ich mach einen Hit draus. Viele sagen, du bist stinkfaul. Sag mir auf das Schiff, Jiggy. Du setzt alles auf das Ligaspiel. Jiggy kennt sich gar nicht an seiner Liga spielen. Ich seh dich bei Boost, Streamer, die Stopptaste drückt. Ich werd die Mordwaffe zögern, werd dich am Bordstein zerstücken. Aber nur, wenn du mich nicht liebst, Jiggy. Deine Frisur ist wie die von Jiggy. Dieser Jay versteht jeden Vergleich, den Call ist okay. Unordnung in seinem Kopf, obwohl sein Zimmer ordentlich ist. Jay, ich morde für dich. Once again back, ist incredible. Sie schießen mir in den Rücken, invincible. Get in Jiggy with it, wie Will Smith. Get in the gap, killing it, wie die cool Kids. Jeder weiß, die lamentieren allein. Hast du bei Call geklaut? Aber das nimmt dir keiner übel, denn der Boss klaut auch. Jiggy, warum nette Shit aus Siffmaul? Hol dir doch mal Luft und sitz aus. Sag mir 5 Wörter, ich mach einen Hit draus. Viele sagen, du bist stinkfaul. Sag mir, ob das stimmt. Du reactest auf DJ Beastman. Aber jetzt kommt Energy. Drück lieber die Stopptaste. Welcome to my therapy. Jiggy, du warst gefickt, doch du zeigst das Herz. Jiggy, wo sind deine Freunde, wenn es heißt, es wird scheiße ernst? Ich ran und ich helf dir bei jeder Panikattacke. Wunder vom Rasen, Alter. Das ist nicht deine, das ist von Jiggy, Mann. Verstehst du, ich bin für ihn da. Ich küsse dein Auge, ich hoffe, der Song hat dir gefallen. Ey, Digga, ich bin wirklich sprachlos gerade. Sound Mono, ja. Ey, das ist, ich weiß nicht, wann jemand sowas Mono mal für mich getan hat, Alter, die letzte Zeit. Kompletter Mix, Mono. Ey, Junge, du, krass, Digga, ich bin wirklich, also ey, das ist wirklich selten, aber ich bin wirklich ein bisschen sprachlos gerade. Junge, Digga, was hat er getan? Jay Jiggy,
Ja, mein Schatz. Hier ist Energy, Bro. Was geht ab, Bro? Und ich schreib hier einen Song für dich in einer Stunde. Jiggy, warum nennt ich hier das? Auch ey, ganz gut, jetzt kann ich ja wieder Stopp drücken. Jetzt kann ich ja ausleben. Es ist einfach auch so ein kreatives Meisterwerk. Es ist genau das, was ich liebe. Liebe zu Musik, kreativ sein, Dicker. Dieses aus dem Stegreif, sowas auf die Beine zu stellen. Auch, dass sie mir jetzt so original... Ich habe eben gerade gegessen und das sind die original Ausschnitte da drauf. Ja. Junge, wie geil ist das? Sag mir das bitte. Das ist auch so, das ist so krass. Junge, bei der Stelle habe ich direkt schon gedacht, ich will die Einzelspuren wirklich einen Hit draus machen. So. Sag mir fünf Wörter, ich mach einen Hit draus. Sag mir fünf Wörter, ich mach einen Hit draus. Junge, das catcht drin. Viele sagen, du bist stinkfaul. Sag mir auf das Schiff. Habt ihr das heute aus dem Stream aufgegriffen, als ich ein bisschen davon erzählt habe, dass ich seit zwei Wochen voll die Couch-Potato-Attitude an den Tag lege? Sagen die Leute deshalb, ich bin stinkfaul? Ey, Denergy, du bist down. Ohne Spaß, wenn du Bock hast, mir diese Spuren zu schicken, Dicke. Also diese, also ne? Junge, wie geht das denn los? Für dich in einer Stunde. Jiggy, warum nennt dich jeder Siff-Maul? Hol dir doch mal Luft und sitz aus. Sag mir fünf Wörter, ich mach einen Hit draus. Viele sagen, du bist stinkfaul. Sag mir auf das Schiff. Das stimmt. Ich glaube, ich habe schon oft Freundinnen gehabt, wo sich Leute gefragt haben, wie geht denn das? Geisteskrank Chat. Abi ist in den Chat. Kannst du nicht an seiner Liga spielen? Ich sehe dich bei Boost-Streamer, die Stopp-Taste drücken. Ich werde die Mordwaffe zücken. Stopp-Taste drücken auf Mordwaffe zücken ist auch pretty. Drück. Ich werde die Mordwaffe zücken, werde dich am Bordstein zerstückeln. Aber du. Aber Junge, auch echt, also wirklich mal, ich weiß nicht so. Ich meine, ich muss ja sagen, ich hab dir, du kamst in meinen Stream, ich habe ein Video von dir davor gesehen, was ich gesagt habe mit dem San Diego-Ding. Ja. Und ich frage mich bei so Leuten wie dir immer. Warum hat es nicht funktioniert? Warum sie nicht gottlos durch die Decke gehen? Junge, du bist ein fucking crazy Talent, ohne Spaß. Junge, was du da aus dem Stegreif rausholst, also wirklich wahr. Mein Produzent fragt, wie du den Mix findest. Okay, warte. Also bis jetzt ist mir zumindest nichts negativ aufgefallen. Geil eigentlich. Ich bin da ja immer so, ich höre eigentlich immer nur, wenn was schlecht ist so, oder wenn was besonders gut ist. Geil. Dann sage ich, okay, da sind irgendwie die Doubles geil laut, da ist irgendwie geil Kompression drauf. Hier gefällt es mir nicht so, das klingt wie eine Pepsi-Dose gerappt, viel zu viele mittendrin oder so. Aber wenn ich jetzt so, bei so einem Mix, Digga, das klingt für mich vollendet nahezu. Oh. Ich hab da gar nichts zu meckern dran, also für mich ist es fertig. Aber ich liebe dich. Du musst mich nicht am Bordstein zerstückeln, Digga. Ich schwöre dir, du transportierst gerade über deine Musik und über deine Stimme und über diese ganze Aktion. Transportierst du so eine Liebe, Digga. Was wäre ich für ein Mensch, wenn ich die nicht erwidern würde? Ich krieg gerade Loverflash auf dich, Digga. Wenn du mich nicht liebst, Digga. Deine Frisur ist wie die von Chiggy. Unordnung in seinem Kopf, wo sein Zimmer ordentlich ist. Ey, Junge, ich schwöre, heute schlafe ich gut, Alter. Du schaffst es, dass morgen mein Tag gut beginnt. Alter, das ist so sweet, Mann. Ich weiß nicht, wann jemand sowas mal für mich getan hat. Ja? Das ist wirklich... Warte mal, Zeit endlich. Auch diese... Ich muss auch mal sagen, so, du bist für mich... Also, ich meine, das ist natürlich jetzt immer leicht gesagt, so, wenn man derartig Honig ums Maul geschmiert bekommt und so eine Geste von jemandem bekommt, dann ist es natürlich leicht, denjenigen zu loben, so, ne? Und ich bin mir trotzdem sicher, selbst wenn das nicht mein Track... für mich, dann, und ich würde es mir reinziehen, würde ich dieses krasse Potenzial auf jeden Fall entdecken, so, das ist so, Digga, das ist full, Digga, du bist full of Potenzial, ich sag dir ehrlich, so, wie du singst, wie du rappst, wie du auch die Reimsetzung hier switchst, ja. Oder diese Zeilensprünge machst, das ist sehr, sehr krass, aber ich bin wirklich beeindruckt. Gefickt, doch du zeigst das Herz. Jiggy, wo sind deine Freunde, wenn es heißt, es wird scheiße ernst? Junge, Alter, ich schwöre dir, du touchst diese Stelle. Das ist so richtig, das toucht mich so richtig. Das ist wie so ein Motivation-Slogan für mich. Das toucht mich wirklich. Boah, das war echt sick. Die Stelle ist krass. Typische Rapper-Ding, so dass man halt Freunde hat, die einen erst irgendwie fallen lassen und wenn es läuft, kommen sie wieder an oder so. Aber, ey. Das Herz, Jiggy, wo sind deine Freunde, wenn es heißt, es wird scheiße ernst? Weit entfernt. Ich würde, by the way, mein Sohn schläft gerade, sonst würde ich hier viel mehr rumschreien, gell? Ich darf aber nicht, sonst steigt mir meine Freundin aufs... Alter, aber das ist auch das ist wirklich, ich kann mir das stundenlang anhören. Digga, das ist wirklich explosiv, das Ding. Verstehst du, ich bin für ihn da. Ich küsse dein Auge, ich hoffe, der Song hat dir gefallen. Hey, Junge, ich sag dir ganz ehrlich, so ein Herz und so eine Liebe kriegt man selten entgegengebracht, out of nowhere. So, ich sag dir ehrlich, so gefühlt, wir kennen uns null und du bist direkt mit einer so positiven Energy gerade dabei. Das ist echt der Wahnsinn. So, das ist wirklich wahr. Geisteskranke Reaction, die beste. Lass nicht zu viele lobende Worte kicken, weil vielleicht wird es dann irgendwann zu cringe, aber ich finde das alles so geil gerade.
Auch wie du da aussiehst, wie fröhlich du bist, Alter, wie du mit welchem Grinsen du mich anlachst, Alter. Das ist wirklich. Hey, it's me, man. Ey, Denergy, ich hab dir zu danken, glaub mir. Das ist wirklich so positive Energy, die du verbreitest. Heutzutage wird ja immer schlimmer. Es wird immer weniger und es gibt immer weniger Leute, die so auf fremde Leute zugehen mit so einer positiven Energie, Digga. Wenn ich hab das Gefühl, ich will dich gerade in den Arm nehmen, Digga, und dir sagen, wie geil du bist. Es war wirklich unfassbar süß von dir und es ist eine absolute Ehre für mich. Ohne Spaß, Digga. Lass dir das gesagt sein. Mich hat's richtig gefreut und beeindruckt. Also ganz viel Liebe an dich. Ich melde mich safe bei dir auf Insta, Mann. Hab einen schönen Abend noch. Atmen, Chat. Das war wirklich geisteskrank.